Guten Abend aus Wien. Kalispera apo te Vigeni. Griechische Welle Wien. Eine Stunde Musik und Information. Griechische Welle Wien. Wir bauen Brücken mit Worten, Taten und Musik. Mia ora me to sílogo kima, ελληνικό κύμα της Βιέννης και την αγάπη μας για την Ελλάδα. Χτίζουμε γέφυρες με λόγια, με δράσεις και με μουσική. Ich möchte mich jetzt am Anfang bedanken für die überraschend positiven und wohlwollenden Rückmeldungen zur ersten Sendung, mit der ich selber überhaupt nicht zufrieden war. Aber wir können es in Zukunft nur noch besser machen. Also danke vielmals für die netten Rückmeldungen. Das große Thema in den letzten Tagen war der viele Schnee in Österreich. Und nachdem wir gesagt haben, es gibt bei jeder Sendung eine Mantinada, habe ich mir eine Mantinada mit Thema Schnee herausgesucht. Pano mia psili korfi isela na ise chioni. Che name ero to sinefo o ilios na mise lioni. Ich hätte gerne, dass du Schnee auf einem hohen Gipfel bist und ich eine Wolke, sodass die Sonne dich nicht schmelzen kann. Bevor wir jetzt ein passendes Lied zum Thema Schnee spielen, möchte ich noch ankündigen, dass wir heute wahrscheinlich noch Besuch bekommen. Und zwar wird kommen der Christos Rotsis. Das ist einer der besten griechischen Köche, die wir in Wien haben. Chefköche. Und jetzt Chimonas von Nikos Papakonstantinos. Είναι αγόρι με ένα δέξιο πανωφόρι που γυρνάει τις νύχτες και μεθάει. Ανταμώνει τις νυφάδες στον σπιτιών, τις χαραμάδες ξενιτεύεται μες στα φιλιά. Τις νυφάδες ξελογιάζει, στο χορό της δοκιμάζει, ψάχνει εκείνη ήλιο που έχει τον Απρίλη που αντρέχει. Όχι μόνας είναι αγόρι, θέλει τη λευκή την κόρη, το γοβάκι να ταιριάξει, τη χιονάτη του να αρπάξει. Όχι μόνας ψάχνει φίλη, μα φοβάται τον Απρίλη και ζητάει απ' τις νεράιδες να του βρουν κι άλλες νυφάδες. Μην του λέτε για αγάπη, μόνο ψάξτε τη χιονάτη που έχει τα του ας στην πλάτη, έναν ήλιο για προστάτη. Μη μιλάτε του χειμώνα
μόνο βρείτε του κρυψώνα. Η νυφάδα του θα λιώσει λίγο πριν να ξημερώσει. So, das war natürlich Vasilis Papa Konstantinos und nicht Nikos. Nächster Punkt nennt sich der Blick zurück. Wir haben in Wien schon Anfang Jänner ein trauriges Ereignis zu verzeichnen. Es ist der berühmte Georges Dumont verstorben. Im Alter von 87 Jahren. Georges Dumont war eine leuchtende Figur in Wien als Künstler, als Musiker, als Gastwirt. Er hatte früher die Splendid Bar gepachtet. In der Splendid Bar waren Weltstars bei ihm zu Besuch. Elisabeth Taylor, Richard Burton, Sophia Loren, Kirk Douglas, um nur ein paar zu nennen. In der Folge hatte er dann auch das Lokal Schwarze Katze, in dem wir uns öfter mit ihm getroffen haben. Und es war auch immer möglich, ihn davon zu überzeugen, uns zu unterstützen, wenn es um Hilfe für Kinder in Griechenland gegangen ist. Dafür jetzt im Nachhinein noch einmal ein großes Dankeschön. Am 17. Jänner fand in Wien die feierliche Verabschiedung von ihm statt. Und zur Erinnerung hören wir jetzt Koki no Garifalo von Georges Dumont. Πάνω στο ποτάμι σου, στο μέρος
Wir sind noch immer beim Blick zurück, nur der jetzige Blick zurück ist doch eher positiv. Wir konnten dem Kinderbehindertenheim in Popea auf Kreta Geld zur Verfügung stellen, um für die Kinder Kleidung zu kaufen, Spezialkleidung. Diese Kleidung muss elastisch sein, weil die Kinder das ansonsten nicht vertragen. Wie gesagt, haben wir 500 Euro zur Verfügung gestellt und mittlerweile ist auch der Einkauf schon erfolgt. Dann haben wir vor 2 Wochen eine große Lieferung Lebensmittel für das Sozialzentrum Mati. Mati, wie gesagt, nordöstlich von Athen im Raum Attika, wo eben im Sommer der Großbrand war, bei dem so viele Leute umgekommen sind. Wir haben dem Sozialzentrum in Agios Andreas für 2000 Euro Lebensmittel angeschafft. Dafür danke ich ganz herzlich Alexandro aus dem Lokal Apollon, in dem wir auch heute wieder sind, um die Sendung aufzunehmen. Daher, wenn es Nebengeräusche gibt, sind die der Lokalität geschuldet oder auch mir, wenn ich mit meinem Zettel am Tisch klopfe, weil ich doch etwas nervös bin. Wie gesagt, Lieferung nach Mati, 2000 Euro, Lebensmittel und frisches Olivenöl aus einer lokalen Ölmühle, um auch dort den Leuten zu helfen. In nächster Folge werden wir wahrscheinlich Kleidung nach Mati schicken. Da sind wir mit der Sozialarbeiterin momentan in Kontakt. Help! 1, 2, 3, 4! Help! I need somebody! Help! Not just anybody! Help! You know I need someone! Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Signation, das Help von den Beatles, wird uns auch in den nächsten Sendungen immer wieder begleiten. Und zwar dann, wenn wir Anfragen, Bedarfslisten vorliegen haben. Das Krankenhaus Veneselio aus Eraclio, dem wir vor Weihnachten die komplette Ordinationseinrichtung einer gynäkologischen Ambulanz geliefert haben, die wir auch geschenkt bekommen haben, benötigt dringend 1, 2 Inkubatoren, und zwar geschlossene Typen. Wir sind gerade dabei, bei den Firmen nachzufragen. Das ist eine relativ schwierige Aufgabe, weil erstens die Inkubatoren ziemlich teuer sind. Also da sind wir auf alle Fälle auf
Spenden angewiesen. Unsere Kontonummer gibt es auf der Homepage und gibt es auch auf der Facebook-Seite. Die möchte ich hier nicht bei jedem Projekt anführen. Wer spenden will, kann sich das heraussuchen. Wir haben auch eine Anfrage von Amea Hanya, die ein bisschen umfangreicher ist. Das ist ein Behindertenheim, ein Behindertenpflegeheim, die an uns die Bitte gerichtet haben, dafür zu schauen, ob wir anschaffen können Rollstühle, und zwar Rollstühle mit großen Rädern, in erster Linie für Geriatriepatienten. Dann würden sie auch brauchen spezielle Matten mit Mechanismus, 8 bis 10 Stück. Also wenn wir eine auftreiben können, würden wir uns schon freuen. Sie brauchen auch elektronische Oberarmblutdruckmesser, sie brauchen Oximeter und Inhalationsgeräte. Also wer dafür spenden möchte, unsere Kontonummer, wie gesagt, auf der Homepage und auf unserer Facebook-Seite. Dann hätten wir noch ein Thema. Wir haben einen Artikel bekommen, dass gewisse Versicherte in Zukunft keine Brillen mehr bezahlt bekommen. Wir haben auf unserer Facebook-Seite diesen Artikel veröffentlicht und sehr viele Zuschriften bekommen, wo Leute ihre Brillen uns zur Verfügung stellen möchten. An und für sich eine gute Sache, nur das muss ordentlich organisiert werden. Wir brauchen zum einen Sozialzentren, wo ein Augenarzt tätig ist, dass der den Leuten die richtigen Brillen zur Verfügung stellen kann. Das heißt, die Brillen müssen durchgemessen sein. Nachdem wir noch keinen Optiker gefunden haben, der größere Mengen an Brillen durchmessen möchte oder die Zeit und die Kapazität dazu hat, würden wir diejenigen Leute ersuchen, die uns schon angeboten haben, Brillen zur Verfügung zu stellen, beim eigenen Optiker doch nachzufragen, ob der nicht diese 1, 2 Brillen messen kann. Er kennt die Leute, er hat die Daten meistens auch in der Kundenkartei. Also das wäre an und für sich die einfachste Lösung. Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt einmal auf 3 Monate, wie wir das am besten abwickeln können. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος. Μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Το καθάρμα είναι ένας θεατρίνος. Ο τύπος είναι μούτρο ελεϊνό. Είναι το βλέμμα του άσαφες και λίγο ενηγματικό. Το χιούμορ του και το άξαν το μουστάκι. Αχ, δεν μπορώ, λιποθυμώ. Το άτομο είναι σύμφορα, είναι σωστή καταστροφή. Τον ύπνο μας έχουμε χάσει και έχουμε μείνει όλοι ταπεί. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος. Μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Πουλάει μούριο που βρεθεί, πως του περνάει άπορο. Για τόσο ηλίθιους μας έχει ο τύπος και δεν του λέμε πού στα ποδό. Δες το ματσάκι σου και σκάσε πρωταθλητή του καναπέ. Ρε θα τα πάρω στο κρανίο, τραβά και φτιάξε ένα καφέ. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος. Και νιώθω στο στομάχι ένα κενό. Κομμένη πλάκα με αυτό το Γιώργο που στάρεις, ξέρω να μου τι λες. Περνάμε τώρα στο διατάφτα, πάμε μωρό μου για αγκαλιές. Εγώ ανήκω πλέον στο Γιώργο, έχει βαθύ ερωτισμό. Ζήτησε άδεια από εκείνον κι αν συμφωνήσει θα το σκεφτώ. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος. Μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Τύπος είναι αργύ λαμόγιο, είναι σου λέω κάτσε καλά.
Παραμιλάει ο κόσμος μαζί του και ψάχνουμε όλοι μετά για δανεικά. Ματσογκωμένος μιλάμε, πετυχημένος και αθλητικός. Παραμιλάτε όλοι μαζί του γιατί είναι ο απόλυτος αρσενικός. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος. Μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Έχεις ξεφύγει με αυτή την πλάκα, θα σου τις βρέξω κάτσε καλά. Δεν θα σ' αφήσω να με γιώσεις. Τα κουβαδάκια σου και μακριά. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο Γιώργος. Και νιώθω στο στομάχι ένα κενό. Το κάθαρμα είναι ένας θεατρίνος. Ο τύπος είναι μούτρο ελεϊνό. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος. Μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο Γιώργος. Και νιώθω στο στομάχι ένα κενό. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος. Es geht weiter mit den Anfragen an uns. Und zwar habe ich vorliegen eine Anfrage der Freiwilligen Feuerwehr aus Neoswutzers. Die gehören auch in die Region Mati, die im Sommer eben Schwerstarbeit geleistet haben beim Großbrand, über den wir schon gesprochen haben. Ich hatte vorgestern ein sehr nettes Gespräch mit einem der Feuerwehrmänner, ein zweiter Feuerwehrmann. Der Janni hat uns während unseres Besuches in Mati begleitet und so quasi den Führer gemacht und uns mit dem Sozialzentrum bekannt gemacht. Und die haben an uns Bitten geäußert, die wir zwar nicht im Rahmen der griechischen Welle Wien abwickeln, aber weil wir gesagt haben, Feuer, Geschädigte vom Feuer, das hat alles eine nahe Beziehung, sodass wir ein Sonderthema gemacht haben, eben Unterstützung, Freiwillige Feuerwehr, Neoswutzers. Was sie brauchen können, dringend wären Notfallrucksäcke. Das sind Rucksäcke, wo Verbandsmaterial und Erste-Hilfe-Sachen drinnen sind. Da war ich in Verbindung mit einer Firma aus Oberösterreich. Ich habe ein Angebot vorliegen mit einer CRS-Füllung, was immer das ist. Ich hatte keine Zeit, mir das näher anzuschauen. Aber Konstantin von der Feuerwehr hat gesagt, das wäre genau das, was sie brauchen. Es gibt mit dem Kennwort Feuerwehr, Mati, Feuerwehr Neoswutzers. Wenn da Spenden kommen, werden die für die Notfallrucksäcke angeschafft oder wenn mehr Geld kommt, was die Feuerwehr noch viel, viel, viel dringender brauchen würde, sind sogenannte D-Schläuche. Die Schläuche, die die Feuerwehr in Neoswutzers hatte, sind bei dem Großbrand sehr, sehr viele kaputt gegangen. Ein Tanklöschzug benötigt 15 Stück D-Schläuche. Das ist eine ganze Menge. Ein D-Schlauch, wenn wir Beziehungen nach Deutschland zu einer Organisation ausnützen dürfen, das dürfen wir auch, die für ganz Bayern die Besorgung der Feuerwehrutensilien übernimmt, dann kommt ein D-Schlauch auf ungefähr 50 Euro. Also die Ausrüstung für einen Tanklöschzug liegt bei ungefähr 750 Euro. Wäre schön, wenn wir da helfen könnten. Ja, das wäre das Thema Freiwillige Feuerwehr gewesen. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. Beim letzten Mal habe ich eine unserer Partnerorganisationen vergessen. Das ist ein unverzeihlicher Fehler. Darum werde ich diesen Punkt noch einmal ordnungsgemäß ausführen. Erster Partner unseres Vereines war die Gruppe Atachti aus Heraklion. Liebe Grüße an den Sarandisimakis. Das sind Studenten, die sich zusammengeschlossen haben und versuchen, den bedürftigen Mitbewohnern, vor allem Kindern, mit Schulsachenorganisation, mit Einrichtung von Kinderzimmern zu helfen. Der zweite Verein ist der Verein Alea. Da sage ich einen schönen Gruß an den Janni Zilojani. Ich bin auch Mitglied beim Verein Alea. Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder aus bedürftigen Familien, die kein Geld für Musikunterricht, für Tanzunterricht, für Zeichenunterricht haben, diese Kinder künstlerisch zu fördern. Und der Janni macht auch freiwillig, beziehungsweise ist es ihm ein wirkliches Anliegen, mit den Kindern in den Behindertenstationen Musiktherapiestunden. Das werden wir natürlich auch weiterhin unterstützen. Und der dritte Partner, den wir haben, ist die Griechenlandhilfe Schweiz. Einen herzlichen Gruß an den Jakob Kohn. Die Griechenlandhilfe Schweiz, die gibt schon länger, die unterstützt uns mit Information, die hat uns gute Hinweise gegeben, wie wir gewisse Sachen abwickeln können. Die Griechenlandhilfe Schweiz hat uns auch beim Thema Brandopfer Marti Lyrio stark unterstützt. Und wir werden auch in Zukunft mit dieser Organisation zusammenarbeiten. Und aus diesem Anlass haben wir uns ein kleines Schweizer Musikstück ausgesucht. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Vorsicht! Cool, man.
Mensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Vorsicht! Jetzt sollte eigentlich ein Beitrag kommen über eine Hilfsorganisation, über eine Hilfsaktion von Harry Kutscherer, der auf der Donauinsel eine obdachlose Frau vorgefunden hat. Aber das Thema hat sich mittlerweile weitgehend erledigt. Daher haben wir heute einen Spezialgast eingeladen, den Christos Rotzis, einen der besten griechischen Köche, die wir in Wien haben. Und ich gebe jetzt das Mikrofon an ihn weiter und er wird sich selber vorstellen. Γεια σας. Ονομάζομαι Κρίστος Γκότσης. Κατάγομαι από την Κόρινθο. Είμαι μάγειρας τα τελευταία 15 χρόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική. Και τα 6 τελευταία χρόνια βρίσκομαι στη Βιέννη. Δουλεύω ως μάγειρας σε ελληνικά εστιατόρια και αυστριακά. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε ένα καλό ξενοδοχείο στη Βιέννη. Μ' αρέσει να μαγειρεύω πάρα πολύ ελληνική κουζίνα και σήμερα θα σας δώσουμε μια συνταγή από παστίτσιο. Χρειαζόμαστε ένα πακέτο μακαρόνι για παστίτσιο, 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο μόνο, χρειαζόμαστε δαυνόφυλλο, 1 αυγό, κρεμμύδι, σκόρδο, μπαχάρι, κανέλα, ντομάτα πλητέ, φρέσκια ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 80 γραμμάρια αλεύρι μαλακό, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια γραβιέρα σκληρό τυρί, 1 κρόκο αυγού, μοσχοκάριδο, λίγο, αλάτι και πιπέρι. Τώρα θα πούμε πώς τα μαγειρεύουμε αυτά. Χρειαζόμαστε μια κατσαρόλα με νερό, αλατισμένο, και βράζουμε το παστίτσιο του μακαρονιού για 5 λεπτά. Παράλληλα έχουμε ξεκινήσει το κυμάτο μοσχαρίσιο. Βάζουμε σε μέτρια φωτιά ελαιόλαδο, το δαυνόφυλλο, το μπαχάρι, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το σκόρδο και παράλληλα βάζουμε και το κυμάτο μοσχαρίσιο. Το μπορούμε να το σβήσουμε μετά το κυμάτο μοσχαρίσιο με λευκό κρασί ή κόκκινο. Προτιμώ το λευκό γιατί είναι πιο αρωματικό. Το αφήνουμε, μετά προσθέτουμε το ντοματοπελτέ, την ντομάτα τη φρέσκια, το αλάτι, το πιπέρι, τη ζάχαρη, λίγο νερό, όχι πάρα πολύ, και προσθέτουμε ένα ξύλο κανέλας. Αυτό το αφήνουμε να βράσει για 15 λεπτά περίπου και είναι έτοιμο. Το ανακατεύουμε μαζί με τα μακαρόνια. Δεν χρειάζεται να κρυώσουν τα μακαρόνια, να τα κρυώσουμε με νερό. Μπορούμε να τα ρίξουμε κατευθείαν, να τα ανακατέψουμε με τον κυμά και να τα στρώσουμε σε ένα ταψί. Μπορούμε να βάλουμε και ένα αυγό, να τα ανακατέψουμε όλα μαζί για να δέσει όλο αυτό. Μετά φτιάχνουμε τη μπεσαμέλ, η οποία χρειάζεται να έχουμε χλιαρό το γάλα, ούτε να καίει ούτε να είναι και κρύο. Βάζουμε σε μια άλλη κατσαρόλα 80 γραμμάρια τα 100 γραμμάρια βούτυρο με τα 80 γραμμάρια το αλεύρι το μαλακό. Αυτά τα αφήνουμε περίπου στα 5 λεπτά λίγο να ροδίσουν, να κάνουμε ένα ρου, όπως λέμε εμείς οι μάγειρες. Και μόλις ροδίσει προσθέτουμε το 1 λίτρο γάλα μέσα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε γρήγορα, το αφαιρούμε από τη φωτιά όταν θα δέσει και προσθέτουμε τη γραβιέρα την τριμμένη, το μοσχοκάριδο, το αλάτι, το πιπέρι και το κρόκο του αυγού. Το στρώνουμε πάνω από το ταψί με το κυμά και το παστίτσιο
και το ψήνουμε για 40 λεπτά στους 170 στο φούρνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε σήμερα, κύριε Γιώργο. Και, Χίλτα. Και κυρία Χίλτα, να είστε καλά. Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. So, das war jetzt ein ganz tolles Rezept für Pastizio. Ich habe mir das überlegt, ich sollte das jetzt eigentlich gleich auf Deutsch übersetzen, aber ich werde mir das fürs nächste Mal mitnehmen, dass das Rezept auch wirklich stimmt und dass die Pastizio auch wirklich so gelingt, wie der Christus das gerne haben möchte. Das wird dann wahrscheinlich von uns Lieblingsspeise Nummer 1. Und jetzt spielen wir, so wie vorgesehen, ein Lied von Harry Kutscherer und du bist auf Facebook meine Nummer 1. Stups mich nicht an, weil du weißt doch ganz genau, dass ich deine Stupserei nicht leiden kann. Markier mich nicht, tu das bitte wieder weg. Sowas macht doch nur ein Hund, der das Haxerl hebt. Früher waren wir beim Heurigen auf ein gutes Glaserl Wein. Heute lass mich schon zum zweiten Mal auf ein Online-Spielchen ein. Ich bin auf Facebook dein Nummer 1, schickst jeden Tag ein Herz im Chat. Nur im echten Leben hast für mich keins, ein Anruf war schon nett. Du warst einmal mein süßer Sugar-Zwerg, heut kehrst mit Haut und Haar dem Zuckerberg. Dreh den Computer an, vergiss dein Handy am Klo und komm vorbei einfach so. Dreh den Computer an, vergiss dein Handy am Klo und komm vorbei einfach so. Dein neues Profilbild hat schon 62 Likes. Nur blöd ist, dass der Hund drauf ist, von dir gibt's schon lang kein Nex. Ich weiß, was du isst, wenn's dein Taschenmo vergisst oder eines deiner Katzerl nix mehr frisst. Du warst heute beim Friseur und da gab es ein Malheur, weil der Akku von dein Handy war ganz leer. Ich kenn jeden Status, jedes Juhu und jeden Buch, weil ich der gleiche Gesichtsbuch-Junkie bin, genau wie du. Ich bin auf Facebook dein Nummer 1, schickst jeden Tag ein Herz im Chat. Nur im echten Leben hast für mich keins, ein Anruf war schon nett. Du warst einmal mein süßer Sugar-Zwerg, heut kehrst mit Haut und Haar dem Zuckerberg. Dreh den Computer an, vergiss dein Handy am Klo und komm vorbei einfach so. Dreh den Computer an, vergiss dein Handy am Klo und komm vorbei einfach so. Wir sind auch ohne Zuckerberg im Leben froh. Aber so. Kommende Veranstaltungen. Am 31. Jänner schneidet die griechische Welle Wien den Neujahrskuchen an, Vassilopita genannt. Und zwar findet er statt im Restaurant Ellas im 1. Bezirk am Judenplatz. Tischreservierungen bitte ausschließlich über das Lokal. Es werden dort spielen die Griechen. Es ist auch für Musik gesorgt, für Live-Musik. In der Vassilopita an sich steckt normalerweise eine Goldmünze drinnen und wer das Stück mit der Münze bekommt, ist für das kommende Jahr das Glückskind. Eine Goldmünze kann sich unser Verein nicht leisten. Es wird eine Münze in Goldpapier in der Vassilopita sein. Diese Goldmünze kann ausgetauscht werden gegen eine Eintrittskarte für das Fest der Griechen am 2. Februar im Metropol. Im Restaurant Ellas gibt es auch ein ganz ein tolles neues Kochbuch.
Ich habe dieses Kochbuch als Weihnachtsgeschenk meinen Freundinnen geschenkt und es findet überall wirklich großen Anklang. Also ich weiß nicht, wie schnell die Bücher vergriffen sein werden, aber wer moderne griechische Küche gerne probieren möchte, funktionierende Rezepte ausprobieren möchte, ist mit diesem Kochbuch sicher gut beraten. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei der Bäckerei Pnika, also unsere griechische Bäckerei in Wien, bedanken, die uns die Vasilopita machen wird. Passend zur Vasilopita, allerdings schon ein bisschen spät zum Datum, kommt jetzt die Neujahrskalander, Kalander Protochronias. Die nächste Veranstaltung, die wir zum Ankündigen haben, ist das Fest der Griechen. Am 2. Februar, 20 Uhr im Wiener Metropol, Lakis und Achwach und ausgewählte Gäste. Beim Fest der Griechen ist unser Verein immer herzlich eingeladen. Wir werden auch dieses Mal mit unseren Sammelbüchsen und mit Informationsmaterial vor Ort sein und generell für unsere Projekte sammeln. Wir sind nämlich im Moment dabei, unsere Projekte ein bisschen zu aktualisieren und nach dringendem Bedarf zu reihen. Aber, wie es auch Tradition ist, bei unseren Sammelaktionen beim Fest der Griechen wird es für die Spender auch von uns wieder eine kleine Spende geben, nämlich kleine Schokoladetäfelchen. Wir freuen uns schon sehr auf das Fest der Griechen, ein Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender. Und jetzt hören wir uns natürlich auch ein Stück an. Ich glaube, es ist vom Fest der Griechen vor 2 Jahren. Oh.
απόψε σαν άστρο κυμνισού. Δεν απομένει ξοδός μου έμπειρα χαρνιά. Τώρα που η νύχτα κενάρ με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Also ich freue mich schon auf das Fest der Griechen. Ist nicht mehr lang bis dahin. Ich bin aber noch immer nervös. Ich habe schon wieder mit den Karten geklopft. Das ist etwas, was ich mir für die nächsten Male werde abgewöhnen müssen. Jetzt wieder zu was Ernsterem. Transporte. Transporte ist bei uns ein Thema, das uns, ich will nicht sagen graue Haare, aber doch etwas Kopfzerbrechen bereitet. Wir bekommen immer wieder Sachspenden und wir wollen die Sachspenden möglichst kostengünstig, sprich umsonst, nach Griechenland schicken können. Bisher haben die Mitglieder des Vereins das in Eigenregie gemacht, also nicht auf Kosten der Spenden. Wir haben zwar Transportkosten gehabt für 9 Paletten Medikamente, die wir nach Athen und nach Kreta gebracht haben, und wir haben anteilig einen kleinen Beitrag für den Transport der Ordinationseinrichtung bezahlen müssen. Aber bisher haben wir grundsätzlich das in Eigenregie gemacht. Also wenn jemand Vorschläge hat, wenn jemand aus dem Wiener Raum nach Griechenland fährt, speziell auch nach Kreta, eine kurze Nachricht an uns, wenn irgendwo im Kofferraum ein Platz frei ist für 1-2 Kartons, da wären wir sehr, sehr dankbar dafür.
Jetzt habe ich noch einen kleinen Blick auch nach vorne. Ich habe während meines letzten Aufenthalts auf Kreta ein Lokal besucht, einen Geheimtipp in Kyparissia. Das muss man gesehen haben. Der Chef vom Lokal ist auch ein begnadeter Schauspieler. Ihm gehört das Teatro Don Agron. Und wie es der Zufall haben will, bei meinem letzten Besuch in der Villa Maria spricht mich der Chef an und sagt, er hat einen Freund auf Kreta, nämlich den Chef vom Teatro Don Agron, und er würde gerne in Wien einmal eine Vorstellung spielen. Daher jetzt meine Frage an alle, die uns kennen, an unsere Schauspieler bei den Unterstützern. Wir würden für ein, zwei Vorstellungen möglichst günstig eine Theaterbühne suchen, einen Veranstaltungssaal. Also für zweckdienliche Meldungen wären wir sehr, sehr dankbar. Weil wir jetzt schon beim Thema Kreta waren, kommt eines meiner Lieblingslieder, nämlich das Kritimu von Michalis Fanourakis. Εξόπλιασε με χάρη και κάτι το ξεχωριστό στον κόσμο έχεις πάρει. Στον κόσμο έχεις πάρει. Ήλιος θάλασσα σ' έχουν αγκαλιασμένη και στη μαγεία της ομορφιάς είσαι παραδομένη, είσαι παραδομένη. Κρήτη της Λεβεντιάς, παιδί της Αδρίας λουλούδι, το κέντρο του πολιτισμού και έτσι καρδιάς τραγούδι. Απλόχερα την οβολής λάμψη στην οικουμένη, λάμψη στην οικουμένη. Η πρώτη, η καλύτερη, η πιο λεβεντογένα ομορφιάς της αρχοντιάς της λευτεριάς το αίμα, της λευτεριάς το αίμα. Κρήτη της λεβεντιάς, παιδί της Αδρίας λουλούδι, το κέντρο του πολιτισμού και της καρδιάς τραγούδι. Thank you.
λουλούδες στα νερά του. Τ' ανθρώπονους πλανεύεται κι η σκέψη σου κλουθά του. Κι η σκέψη σου κλουθά. Όποιος κι ας αντικρίσει, θέλει δε θέλει δε μπορεί να σε ξελιζομονήσει. Να σε ξελιζομονήσει. Κρήτη της Λεβεδιάς, παιδί της Αντρίας Λουλούδη, το κέντρο του πολιτισμού κι έτσι καρδιά στραγούδι. Κρήτη της Λεβεδιάς, παιδί της Αντρίας Λουλούδη, το κέντρο του πολιτισμού κι έτσι καρδιά στραγούδι. Κι έτσι καρδιά στραγούδι. Wir sind schon so ziemlich am Ende. Jetzt kommt noch eine Mitteilung in eigener Sache. Am 1. Februar feiert Radio Hephaistos seinen ersten Geburtstag. Da müssen wir natürlich gratulieren. Jo, das war's für heute. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Und diese Sendung ist, wie gesagt, am Samstag, 12 Uhr, in einer Wiederholung zu hören. Sase from Mekalovradi, einen schönen Abend. Και να μην το ξεχνάω. Πολλά πολλά φυλάκια στο σκυλάκι μου.